Hallo zusammen, hier wieder bei der Filmlounge. Für euch gibt es jetzt den Trailer und die Review zum Film American Ultra. Jesse Eisenberg und Kristen Stewart spielen hier die Hauptrollen. Er heißt Mike in dem Film, sie Phoebe. Und sie sind sehr verliebt, führen aber ein ziemlich entspanntes Leben, was vor allen Dingen daran liegt, dass er extrem viel kifft. Doch eines Tages kommt eine Frau in seinen Kiosk, ich nenne ihn jetzt mal als Kölner Kiosk oder Bütchen, und faselt seltsames Zeug und er weiß nicht, dass er eigentlich Schläfer der US-Regierung ist und mutiert zur Kampfmaschine, die aber plötzlich außer Kontrolle gerät und nun als sehr, sehr große Gefahr eingestuft wird. Und nun muss Mike, ohne zu wissen, warum eigentlich, um sein Leben fürchten und nicht nur um seins, sondern auch seiner möglich bald Verlobten. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Jerry Progressive, Achtung! Mendel Rutzett findet statt. Echo Choir ist aufgeflogen. Sind das Lyrics oder sowas? Hey, hören Sie auf, an meinem Wagen rumzumachen. Hey, ich hab grad zwei Typen gekillt. Abgefahren. Die hatten Knarren und Messer und waren voll die Arschlöcher. Wusstest du die Cops? Nein, kann ich nicht, weil ich hab noch haufenweise so Gras und Pilze im Auto. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung, aber ich schieb hier total die Panik. Ehrlich, Baby, ich hab Angstzustände deswegen. Tut mir leid. Agent Howell wurde aktiviert. Er hat zwei Agenten mit einem Löffel getötet. Einem Löffel? Was? Wir liquidieren Agent Howell. Männer in Schutzanzügen? Was soll das? Durch Ihre Aktion sind zwei CIA-Agenten zu Tode gekommen. Haben Sie aufgelegt? Bitte sagen Sie, dass Sie nicht aufgelegt haben. Irgendwas sehr Seltsames passiert mit mir. Ich bringe ständig Leute um. Vielleicht bin ich ein Roboter. Du bist kein Roboter. Ich will nicht neuraliert werden. Oh, Mike. No, no. Der Kerl ist eine Killermaschine. Wir haben ihn ausgebildet. Er ist ein Sicherheitsrisiko. Du willst das ganze Kaffee in die Luft jagen? Fang! Oh nein, helft mir! Auf jeden Fall rette ich meine Freundin. Los, los! Oh, das war der altbewährte Bratpfannentrick. Wir nehmen meinen Wagen und ziehen erstmal einen durch. Du willst jetzt einen Joint rauchen? Okay, nein, 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 du hast völlig recht. Das wäre ein Fauxpas. Der Trailer sieht ja schon verblüffenderweise sehr ähnlich aus wie Zombieland, so von den Designs. Jesse Eisenberg ist dabei, hier wird es auch offensichtlich etwas brutaler. Es wird viel geschossen, nur dass hier eben reale Menschen zu sehen sind und eben nicht Zombies. Und mit so einer kleinen Erwartungshaltung darf man natürlich dann auch sich den Film anschauen, denn hier wird es sehr, sehr derbe. Es gibt so ein paar Kifferwitze. Und ich finde so diese ganze Grundidee auf jeden Fall sehr gelungen, auch zu sagen, so, hey, der checkt das irgendwie gar nicht. Wirkt eigentlich wie ein Loser und plötzlich ist er so der absolute krasse Typ, der gar nicht checkt, so, dass er gerade mit einem Löffel Menschen umgebracht hat. Also wortwörtlich mit einem Löffel. Also es sind dann schon ein paar nette Ideen dabei. Was hier aber ein bisschen schade geworden ist, ist, dass die Action-Elemente eben nicht so kreativ sind wie eben mal mit einem Löffel. Dann, wie man zum Trailer sieht, diese grandiose Szene mit dieser Pfanne finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das sind absolute Ausnahmen. Und dann wird dieser Film nämlich plötzlich, gibt er so einen Standard-Action-Film. Es wird alles in so einem Kugelhagel ertränkt. Also es wird immer nur geballert, bababababam, es geht viel kaputt. Man sieht extrem viele Gewaltdarstellungen. Hier fließt Blut, hier kommt eine Kugel durch meinen Kopf. Dann nochmal eine Zeitlupe. Zeitlupen machen nicht alles cooler. Da muss man schon was Cooles machen, damit eine Zeitlupe es noch cooler macht. Wenn es so eine Standard-Action-Sequenz ist, kommt halt durch eine Zeitlupe keine Coolness hinzu. Ist jedenfalls meine Meinung. Und daran scheitert es auch, dass dieser Film am Ende wirklich gut unterhält. Er langweilt nämlich eher, weil diese Actionsequenzen halt, ja, da müssen wir durch. Ja, okay, jetzt bringt er jetzt 15 um oder 20 oder nur 12. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Die Nebenfiguren sind dabei eigentlich gar nicht so schlecht ausgelegt. Man sieht sie auf der einen Seite ein bisschen zu wenig. Und am allerwichtigsten ist es, dass die reale Konfrontation dieser Figuren einfach zu selten stattfindet. Es wird sehr, sehr viel telefoniert in diesem Film. Und das sorgt natürlich wiederum dafür, dass auch nie so eine richtige Spannung aufkommen kann. Denn auch wenn ein Film eine Actionkomödie ist, ist es nicht schlimm, wenn Dinge unerwartet sind oder man so ein bisschen mitfiebert. Das passiert bei diesem Film eben auch nicht. Und so gibt es vereinzelt gelungene Szenen und auch einen grandios animierten Abspann. Nur sind wir ehrlich, wir gehen nicht ins Kino, um einen animierten
Abspann zu sehen, der dann irgendwie lässig ist, sondern ich will einen coolen Film sehen. Und dieser Film ist an einigen Stellen cool geworden, in meisten Fällen langweile ich mich aber zu Tode, obwohl so jetzt die visuellen Effekte, die dann eingesetzt werden, eigentlich ganz in Ordnung sind. Aber der Film ist in Amerika extrem gefloppt, durchaus verständlich, denn ich fand ihn auch nicht gut. Von mir gibt es enttäuschte 4 von 10 Punkten für American Ultra. Wer sich jetzt eher noch auf einen anderen actionorientierten, aber auch an die jugendliche Zielgruppe gerichteten Film wenden möchte, da empfehle ich euch mal Maze Runner 2, gibt es die Review unten links, und zu Fuck You Goethe 2 gibt es auch eine Review, die gibt es hier unten rechts. Läuft ja gerade sehr erfolgreich in unseren Kinos. Was ich dazu oder davon halte, das seht ihr unten rechts. Und dann sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Review hier in der Filmlounge. Macht es gut, adieu.